Das Wort bekommt Frau Artus. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, als erstes sei gesagt, es ist gut, dass flächendeckend klinische Krebsregister aufgebaut werden sollen. Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn bei diesem Aufbau die Erfahrungen mit bereits bestehenden Krebsregistern stärker einbezogen worden wären. So kann zum Beispiel das gemeinsame Krebsregister der ostdeutschen Bundesländer inzwischen auf Erfahrungen von 60 Jahren zurückblicken. Nach Meinung von Expertinnen und Experten sind die jetzt geplanten regionalen Register zu kleinteilig. Sie ermöglichen es Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten eben nicht, die beste Therapie für den konkreten Krankheitsfall zu finden. Da durch die regionale Erfassung von Krebserkrankungen die Fallzahlen zu gering sind, um belastbare Erkenntnisse zu bekommen, bräuchte es ein bundesweit einheitliches Krebsregister oder mindestens eine bundesweite Vergleichbarkeit der Daten. Völlig unverständlich bleibt die widersinnige Trennung von gesetzlich und privatversicherten Krebspatientinnen und Patienten. Die laufenden Kosten sollen zu 90% von den gesetzlichen Krankenkassen und zu 10% von den Ländern getragen werden. Die privaten Krankenversicherer hingegen dürfen sich aussuchen, ob sie sich an dem Register beteiligen, das heißt, ob sie freiwillig zahlen und Krebserkrankungen ihre Mitglieder an das Register melden oder eben nicht. Eine fachliche Begründung dafür habe ich vergebens gesucht. Da es in dem Antrag der SPD in Ziffer 1 nicht nur um das Krebsregister, sondern insgesamt um die Möglichkeiten des Krebsfrüherkennungs- und Registergesetzes geht, gibt es noch andere Punkte, die wir kritisieren. Ein großer Teil des Gesetzes bezieht sich auf die Ausweitung der Früherkennungsuntersuchungen. Ähnlich wie bei Brustkrebs durch das Mammographie-Screening soll nun auch für andere Krebsarten, zunächst für Darm- und Gebärmutterhalskrebs, ein verbindliches Einladewesen etabliert werden. Unsere Kritik am Mammographie-Screening ist, die fehlende Aufklärung über die Risiken der flächendeckenden Früherkennungsuntersuchung und die große Gefahr von Überdiagnosen und unnötigen Eingriffen, Chemotherapien, Bestrahlung und Operationen. Das habe ich schon öfter hier erläutert in der abgelaufenen Wahlperiode. Seit 20 Jahren gibt es immer wieder neue Studien über den Nutzen von Mammographie-Screening. Sie kommen fast übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass der Einfluss auf die Sterblichkeit durch das Screening äußerst gering ist. Die gesunkene Zahl der Brustkrebstoten ist fast ausschließlich auf verbesserte Therapien zurückzuführen. Stattdessen aber werden viel zu viele Frauen völlig unnötig zu Patientinnen gemacht und monatelang Todesängsten ausgesetzt, um des Profites willen. Anstatt also endlich das Mammographie-Screening in Frage zu stellen, wird das Einladeverfahren auf andere Krebsarten ausgeweitet. Besonders problematisch ist, dass trotz vieler Kritik und Forderung nach einer sinnvollen Aufklärung und Beratung der Patientinnen die Einladung zum Mammographie-Screening weiterhin keine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Da Reihenuntersuchungen aber immer das Ziel haben, die Teilnahmerate von über 70% zu erreichen, wird wohl auch bei den neuen Einladungen zu den Früherkennungsuntersuchungen die Aufklärung hinter der Werbung zurückstehen, um des Profites willen. Gesundheit ist aber keine Ware, sehr geehrte Herren und Damen. Leider findet sich in dem Gesetz auch keine Ausarbeitung zur Primärprävention, also um die Krankheit zu verhindern. Diese könnten aber laut Weltgesundheitsorganisation 30% aller Krebserkrankungen verhindern. Ein weiterer Punkt, der unerwartet in diesem Gesetz auftaucht, ist die Regelung zu Bonuszahlungen in Krankenhäusern. Jede Patientin und jeder Patient muss sich im Krankenhaus aber sicher sein können, dass allein die medizinische Indikation darüber entscheidet, welche Therapien durchgeführt werden und ob eine Operation wirklich nötig ist. Die Linke sagt, jegliche finanzielle Anreize für die Steigerung von Leistungszahlen, zum Beispiel bei Operationen, müssen verboten werden. Stattdessen wird diesem Problem hier mit Empfehlungen und Qualitätsberichten begegnet. Dies war im Übrigen ein Grund, warum sich bei der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag alle Oppositionsparteien enthalten haben.
Wir werden daher der Ziffer 1 nicht zustimmen und fordern die SPD auf, ihren Antrag nochmal in den Gesundheitsausschuss zu überweisen. Dort können wir uns dem Thema dann noch einmal fachpolitisch widmen. Dem CDU-Antrag werden wir uns enthalten. Der kam jetzt echt zu kurzfristig. Wir würden ihn aber auch gern überweisen.